Hallo und herzlich willkommen bei Show Nummer 12 von Digital Upgrade. Ich bin der Tino. Ich bin der Basti. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns heute wieder bei uns im Studio. Wow. Das liegt nicht daran, dass das Wetter so schön ist. Nein. Sondern es ist schlechtes Wetter in Deutschland. Jeder, der aus dem Fenster schaut, hat es bestimmt gemerkt. Genau, wir können das Wetter auch noch nicht aussuchen. Sobald wir das können, machen wir eine Show da, wo wir wollen. Richtig. Aber jetzt weg vom Wetter und hin zu was, was wirklich interessant ist. Genau. Und zwar der Premium Membership von Digital Upgrade. Genau. Die Premium Membership ist eine Möglichkeit der Unterstützung, wo ihr uns unterstützen könnt, da wir sehr viel Geld in die Show reinstecken. Und ihr habt somit also die Möglichkeit, uns zum Beispiel über PayPal einen Betrag von beispielsweise 2 Euro im Monat zukommen zu lassen oder eine einmalige Zahlung von so viel Geld, wie ihr dafür aufbringen wollt und könnt. Und wir hingegen stecken das Geld natürlich ausschließlich in die Show. Das heißt, wir kaufen zum Beispiel eine neue Kamera oder alles Mögliche, was nötig ist, aber wir finanzieren den Server damit, den wir sowieso bezahlen müssen, weil ja, der Traffic inzwischen auch sehr hoch geworden ist. Richtig. Aber das Ganze ist für euch auch nicht umsonst. Wir haben uns nämlich überlegt, ihr bekommt dadurch eine besser aufgelöste Sendung zum Download in H.264. Genau, also die Qualität ist sehr viel besser als die Standard. Zudem bekommt ihr die Snippets, das heißt die ganzen Vorstellungen von Programmen, diese kleinen Clips zum Download einzeln angeboten. Genau, ohne Quatsche dazwischen von uns. Genau, und was natürlich auch interessant ist, eine E-Mail-Account mit unbegrenzt Traffic von digitalupgrade.de. Genau, ja, und das Ganze, zum Beispiel die Show, könnt ihr dann auf der Seite runterladen, wo wir schon beim Thema Seite sind. Richtig. Wir werden es vielleicht gesehen haben, auf der Seite hat sich ein bisschen was getan. Wir haben praktisch die 2.0-Version unserer digitalupgrade.de gestartet. Und da gibt es jetzt unter anderem ein Forum. Ja. Und man kann sich dort registrieren. So ist es. Das heißt, man geht auf die Seite, meldet sich an, hat einen eigenen Benutzernamen, ein eigenes Passwort dafür und kann dann im Forum zum Beispiel posten, über die Shows diskutieren, über Allgemeines diskutieren. Und wenn man halt Premium-Member ist, kann man sich einfach einloggen und kommt dann automatisch noch in den Premium-Bereich und kann dort seine Sachen herunterladen. Genau. Aber jetzt wieder weg von unserer Seite. Und wir haben vor einigen Shows haben wir mal einen Aufruf gestartet. Und durch die Umbauarbeiten an unserer Homepage ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Genau. Aber wir wollen es nochmal aufgreifen und hiermit offiziell nochmal wiederholen. Wir suchen immer noch einen Showpraktikanten. Also der Bewerbungsbutton ist auf unserer Homepage. Da füllt ihr das Formular aus, schickt es ab. Wenn ihr ein Bild habt, am besten mit Bild, dann können wir uns vorstellen, wie du Geek oder sie Frau Geek ausschauen. Genau. Und dann werdet ihr, wenn ihr Glück habt, Showpraktikant bei Digital Upgrade. So sieht's aus. Ja, jetzt haben wir soweit alles generell geklärt und dann würde ich sagen, steigen wir ein mit dem heutigen Thema. Das heutige Thema ist Multimedia und das Ganze auf Multiplattform bezogen. Richtig. So wie wir das grundsätzlich auch mit allen anderen möglichen Softprogrammen machen. Und was ist heute unser Einstieg? Heute haben wir mal einen kuriosen Einstieg. Oh ja. Haben wir noch gar nicht gehabt. Und zwar, wir steigen heute mit dem Firefox-Plugin ein und leiten dann direkt über zum VLC. Wie bereits angekündigt, finden wir uns schon auf der Firefox Extension Seite, um unser Showly downzuladen. Wir haben uns dieses Mal für Download Them All entschieden und da drücke ich auch gleich mal drauf. Download Them All ermöglicht es auf Webseiten, die verschiedene Links zu Downloads hat, diese zu verwalten und alle gleichzeitig downzuladen. Da könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich nichts drunter vorstellen, aber gleich. 3, 2, 1, meins. Installation ist abgeschlossen. Ich starte meinen Firefox neu und dann surfe ich gleich mal auf die Clip-Seite von Apple Get a Mac. So, hier gibt es ja viele lustige Clips. Wenn ich hier auf Show the Ads zeige, sehen wir hier unten schon ein paar. Wenn ich jetzt gleich mit Rechtsklick hier auf dem Download dem All-Icon klicke, öffnet sich ein neues Fensterchen, wo ich die ganzen Links der Seite angezeigt bekomme. So, wie ihr jetzt sehen könnt, stehen hier alle möglichen Links. Ich habe jetzt hier mal ausgewählt Videos MPEG. Ihr könnt natürlich hier auch andere Sachen eingeben, ZIP und RAS, Grafiken, was ihr halt alles haben wollt. Und dann gebt ihr hier einen Ordner an. Ich nehme einfach mal den Desktop. So. Jetzt habe ich natürlich Videos angewählt und sagt hier, oh, da ist ja gar nichts ausgewählt. Nein, natürlich ist hier schon was ausgewählt. Und wenn ich hier aufmache, seht ihr hier die ganzen Videos, die es da auf dieser Seite zum Laden gibt, sind ausgewählt worden. Und wenn ich auf Starten drücke, öffnen sie sich und ruckzuck werden sie downgeloadet.
So, der erste Download ist schon gleich fertig und sie starten nach und nach und wie ihr sehen könnt, bei guter Connection geht es ruckzuck. Kommt hier auch genaue Anzeigen über den Status. So, aber was braucht man natürlich, um MOV-Dateien zu öffnen oder irgendwelche anderen Videos? Und da machen wir gleich weiter mit unserem Thema, was heute Multimedia ist. Und zwar wollen wir euch den Videoladen noch vorstellen. Und dafür lade ich den gleich mal runter. VLC Media Player, der ist auch auf allen Plattformen erhältlich. Ich lade ihn jetzt für Windows runter. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es hier einen Zähler, der euch anzeigt, wie viele gedownloadet werden. Und da seht ihr mal, dass da richtig die Post abgeht. So, klicke ich auf mein Windows-Icon, wähle irgendeinen Server, wo ich das herladen will. Und zack, wieder mal auf meinen Desktop. Da liegt immer alles ganz gut. So, wie ihr sehen könnt, kann ich leider die MOV-Dateien nicht anschauen, weil sie mir gar nicht angezeigt werden. Dem werden wir aber gleich Abhilfe schaffen. So, VLC, fertig downgeloadet. Installation. Dafür einfach das Icon, Deutsch, mittlerweile voll unterstützt. Ich nehme die Lizenzvereinbarung an und jetzt kann ich hier gleich mal wieder Sachen auswählen. Eigene Auswahlen treffen, zum Beispiel File Type Associations. Kann ich zum Beispiel hier gleich mal Videofiles anwählen und dann sehe ich hier auch, was es alles für Videofiles gibt. Da ist MOV auch dabei. Wunderbar. Weiter und installieren. Die Installation dauert klein wenig, aber dafür solltet ihr keine Probleme mit irgendwelchen Codecs mehr haben, da der Videolan alles eigentlich unterstützt, sogar MP3 und. So, fertig. VLC hat natürlich eine Verknüpfung auf dem Desktop angelegt. Ich schmeiße das Install-File wieder in meinen Papierkorb und starte meinen VLC-Player. So, ich habe jetzt mal wieder zu oft drauf gedrückt, macht aber auch nichts. Klick auf Datei öffnen und durchsuchen. Gehe auf meinen Desktop und kann mir jetzt hier den ersten Clip anschauen. Drück auf OK. Und los geht's. Wie ihr seht, funktioniert hervorragend. Viel Spaß mit VLC und dem neuen Firefox-Plugin. Und jetzt weiter mit der Show. So viel zu VLC. Jetzt könnt ihr Digital Upgrade nicht nur mit eurem iTunes anschauen, sondern habt einen neuen Videoplayer, könnt natürlich auch MP3s und alles mögliche mit VLC anschauen. Oh, MP3s, die können wir doch noch mit was anderem abspielen. Ja, natürlich, iTunes. Wow, iTunes ist ein tolles Programm, habe ich gehört. Ja, sieht gut aus. Genau, also iTunes ist wirklich für jeden zu empfehlen. Allerdings gibt es viele Leute, die sagen, iTunes mag ich überhaupt nicht. Mag ich nicht, kommt von Apple. Genau, funktioniert nicht gescheit, ist viel zu langsam. Down up. Genau. Und. Alles Quatsch. Und also viele Leute kommen mit iTunes nicht zurecht, weil sie meistens gerade mal 2 Minuten damit verbracht haben und sich das Ganze nicht angeschaut haben. Also ich persönlich lege iTunes jedem ans Herz, da ist die Musikbibliothek sehr gut verwaltet und einfach sehr gut funktioniert und auch noch toll aussieht. Richtig, aber nachdem, wie wir gerade gesagt haben, viele Leute iTunes nicht vertrauen oder es nicht mögen, haben wir uns was anderes rausgesucht, genau. Das auch wunderbar MP3s abspielen kann, wo man auch wunderbar MP3s ordern kann. Genau. Und es kommt von unserer Lieblings-Open-Source-Foundation. Genau, der Mozilla-Foundation. Vielleicht mögen die Jungs iTunes auch nicht. Auf jeden Fall haben sie was Tolles auf die Beine gestellt. Und zwar ein Programm, das sich Songbird nennt. Sieht ziemlich genauso aus wie iTunes. Funktioniert ähnlich wie iTunes. Und es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier auf dem Mac unterwegs. Und wir schauen uns heute ein Programm an, und zwar den Songbird. Den Songbird gibt es nicht nur für den Mac, sondern genauso auch für Windows und für Linux. Das heißt, alle Funktionen sind 1:1 auch auf die anderen Systeme übertragbar. So, wenn wir jetzt den Songbird für Windows runterladen wollten, würden wir das hier oben nehmen. Jedoch wollen wir ihn für den Mac. Das heißt, wir nehmen ein Nightly Build. Das heißt, jede Nacht wird das vorhandene Code eine neue Programmversion geschrieben. Und wir gehen hin, sagen macOS, in dem Fall Intel, weil ich hier einen Intel-Rechner habe.
Oder man lädt sich halt einen der anderen Pakete runter. Ich habe das schon mal gemacht. Wir finden den hier auf dem Desktop. Wir packen das Image. Und wir sehen hier ein kleines, nettes Ei. Das Ei nehmen wir einfach. Lassen es auf die Platte fallen. Ab in die Programme. Das sind 49 MB. Und sobald das Ganze kopiert ist, können wir den Songbird jetzt direkt aus den Programmen heraus, wenn wir ihn denn finden, einfach starten. Wir sehen schon unten im Dock das hüpfende Ei. Und das ist der erste Start vom Songbird. Das heißt, wir müssen erstmal das License Agreement anklicken, mal schnell durchlesen. Mr. Data, I agree. Jetzt wählen wir noch aus, wo wir sind. Wo haben wir uns denn in der langen, langen Liste? Ich glaube, wir sind hier irgendwo versteckt. Da, German, Germany. So, und wir machen OK. Und da ist er gestartet, der Songbird, und fragt uns gleich zum Start, aus welchem Verzeichnis er die Musik nehmen soll. Ich habe uns ein Verzeichnis auf den Tisch gelegt, Schreibtisch. Das wählen wir aus. Er hat die ganzen Lieder der Playlist hinzugefügt. Wenn wir sagen, diesen Ordner überwachen, werden immer, wenn neue Dateien hinzugefügt werden, diese auch in die Datenbank übernommen. Wir akzeptieren und sehen den Startbildschirm von Songbird. Bisher sehen wir noch keine Lieder. Das liegt daran, dass wir erstmal die Datenbank auswählen müssen. Das können wir jetzt hier machen und könnten jetzt jegliche Musik einfach abspielen. Einfach über den Klick und hier oben über die Navigationselemente können wir zum nächsten Track springen und so weiter. Das Tolle an Songbird ist, dass er ganz viele Internetmusikdienste und sonstigen Internetdienste integriert. Zum Beispiel nehmen wir in dem Fall mal Amazon. Wir klicken einfach auf Amazon und hier ist die Gecko Engine, die auch im Firefox integriert ist, mit eingebaut. Und innerhalb von dieser Gecko Engine wird jetzt ein Fenster aufgebaut. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt hier eine sehr, sehr geringe Auflösung haben. Deswegen sieht das Ganze etwas merkwürdig aus und funktioniert nicht richtig. Also ich habe es vorhin auf einer größeren Auflösung probiert. Da ist das Ganze gar kein Problem. Das bedeutet, man kann sich jetzt hier einfach in Amazon einklinken und aus dem Songbird raus einfach zum Beispiel Lieder kaufen oder CDs kaufen. Auch sehr cool ist die Integration von Last.fm. Wer Last.fm nicht kennt, sollte es unbedingt mal ausprobieren. Das ist ein kostenloser Dienst, der einem Lieder anbietet, die man nach einem bestimmten Geschmacksschema vorher ausgewählt hat. Und man bekommt so ganz oft ganz großartige Musik abgespielt, von der man vorher noch nie was gehört hat. Also das unbedingt mal ausprobieren. Und wie gesagt, der Vorteil ist, es läuft dann alles innerhalb des Songbirds. Man muss keine iTunes-Plugins oder sonstige Plugins installieren oder sonstige Programme laufen lassen. Also das ist eigentlich alles, was man zu Songbird sagen muss. Einfach mal ein bisschen damit rumprobieren. Songbird kann auch normale MP3-Player ansteuern. Der iPod ist da leider nicht dabei. Jedoch könnt ihr dann somit einfach Lieder aus eurer Datenbank auf euren MP3-Player überspielen, ohne irgendwie große Umstände machen zu müssen. Das Tolle ist, Songbird ist natürlich kostenlos, Open Source. Und auf jeden Fall einen Versuch wert. Jetzt habt ihr den Songbird von Mozilla zwitschern hören. Und newsmäßig hat mal ein Vögelchen heute auch noch gezwitschert, dass Apple und Coca-Cola zusammenarbeiten wollen. Das hat dir der Vogel richtig gezwitschert, Basti. Apple und Coca-Cola werden demnächst zusammenarbeiten. Was haben wir zu erwarten? CokeBook Pro oder die Coke Fridge als Kühlung für die neuen MacBooks, falls sie fast anfangen zu brennen? Nein, leider nicht. Oh, schade. Wie wir in Deutschland schon kennen, arbeitet ja Coca-Cola mit Musicload zusammen. Ah, richtig. Und da wird jetzt Apple groß einsteigen. Das heißt, los den Microsoft Corporation und Musicload von Telekom ab und wird mit ihrem iTunes da richtig einsteigen. Was können wir als User oder als Coke-Trinker erwarten? In Deutschland sollen 8 Wochen lang jeden Tag oder jede Stunde sogar ein iPod mit 50 Songs verschenkt werden. Und für die Engländer unter uns oder so wie wir, die aus Oxford kommen. Yes, very British. Die können sich richtig freuen, es werden nämlich 70 Millionen Songs verlost. Das ist natürlich schlecht.
Tja, was erhofft sich Apple davon? Natürlich möchten sie in Deutschland mit iTunes deutlich besser auf den Markt, denn da ist Music Load und iTunes ungefähr im gleichen Segment anzuordnen. Die teilen sich den Markt ungefähr 50-50 und tja, damit hofft Apple jetzt mal richtig Gas zu geben. Das muss überraschen. Lycos Mail mit 3 GB Speicher. Microsoft und Google haben ja beide E-Mail-Dienste mit schon sehr viel Speicher, Google zum Beispiel 2,75 GB. Und da hat jetzt Lycos noch eins draufgesetzt. Und zwar haben sie gesagt, wir machen 3 GB, was jetzt auch nicht wirklich viel mehr ist als Gmail. Allerdings hat Lycos Mail einen großen Vorteil, und zwar, sie beschränken die maximale Dateigröße eines Anhangs nicht zum Beispiel auf 10 MB, sondern man kann so große Dateien hochladen, wie man möchte. Also theoretisch könnte man sich auch eine E-Mail mit 3 GB verschicken, man möchte. Ja, und das ist halt der große Vorteil im Gegensatz zu allen anderen bisherigen Mail-Anbietern. Ob es jetzt da irgendwelche Einschränkungen geben wird, ob man jetzt zum Beispiel keine ZIP-Archive verschicken darf oder keine Excel-Dateien, wer weiß es genau, das wissen wir noch nicht. Man könnte natürlich auch bei Digital Upgrade. Natürlich, man könnte sich da ein unlimitiertes Postfach besorgen. Naja, auf jeden Fall, ja, bisher ist es eine Beta, so wie irgendwie alles in der Web 2.0 Welt. Und ja, mal gucken, was daraus wird. Apple tauscht defekte Akkus beim MacBook Pro. Richtig. Wie wir alle wissen, hat Apple wirklich mit ihren neuen Macs, mit dem MacBook und mit dem MacBook Pro mit einigen Qualitätsmängeln zu kämpfen. Gut, das passiert allen großen Herstellern, die in großen Zahlen ausliefern. Ja. Aber jetzt hat Apple erstmals eine richtige Rückrufaktion gestartet. Und zwar solltet ihr auf eurem MacBook Pro die Seriennummer A1175 haben und am Ende der Seriennummer mit U7SA, U7SB oder U7SC, wir haben noch einen Link auf unserer Homepage, wo ihr das genau nachschauen könnt, dann könnt ihr die einfach ohne weitere Probleme an Apple zurückschicken und die werden die dann austauschen. Der Vorteil ist, ihr bekommt den neuen Akku, bevor ihr den alten zurückschickt. Das heißt, ihr könnt trotzdem weiterarbeiten und müsst nicht da sitzen und warten, bis der neue Akku kommt. Genau. Dasselbe gilt natürlich auch für alle die mit ihrem neuen, lieben, weißen MacBook zu kämpfen haben, da sie ihre Hände nicht gewaschen haben und die dann plötzlich abgefärbt haben. Gut, es lag nicht an euren Händen, sondern das ein oder andere MacBook hat schon mal gebrannt. Das habe ich auch gehört, ja. 200 Millionen Firefox-Downloads. Unser Lieblingsbrowser, der Firefox, wurde bisher jetzt 200 Millionen Mal runtergeladen. Das hat zumindest die Mozilla Foundation veröffentlicht. Und somit haben wir inzwischen 10% Marktanteil im gesamten Browsermarkt. Das hat OneStat veröffentlicht, eine große Marktforschungsfirma. Wenn man mal betrachtet, dass der Firefox nicht bei Windows mitgeliefert wird, so wie es andere proprietäre, große, nicht so gute Browser tun, ist 10% auf jeden Fall schon sehr beachtlich. Aber wir schon über andere Browser reden. Der Internet Explorer 7 wird wohl oder übel über das Windows-Update automatisch an Windows-PCs verteilt. Das bedeutet, man bekommt dann ein Update vom Internet Explorer 6 auf den Internet Explorer 7, wenn man die automatischen Updates aktiviert hat. Es war ein bisschen ja, die Angst davor, dass der Internet Explorer 7 dann den Firefox überschreibt. Das tut er aber nicht, sagt Microsoft, sondern wenn Firefox als Standardbrowser ausgewählt ist, wird auch dieser weiterhin benutzt. Richtig. Und auch die Angst ist unbegründet, dass man seinen Internet Explorer 6 Files verliert, also die ganzen Bookmarks bleiben natürlich vorhanden. Da muss man absolut keine Angst haben. Und bitte, liebe Internet-User, wenn ihr den Internet Explorer 6 habt, dann ladet euch den 7er jetzt runter, damit die ganzen Webdesigner endlich mit CSS Stylesheet richtig arbeiten können. Geht ja nicht an, dass man so wie bei Netscape jahrhundertelang mit Netscape 4 rumsurft. So sieht's aus. Ja, wo wir auch jetzt bei proprietärer Software waren und wir vorhin schon über iTunes geredet haben, geht's wieder ein bisschen in die iTunes-Richtung weiter. Und zwar möchten wir euch noch einen Audioplayer speziell für Linux vorstellen. Und das ist auch in gewisser Weise ein iTunes-Klon. Ja. Und zwar heißt dieser Player Amarok. Sieht aus wie iTunes. Ist toll. Und speziell für Unix-Umgebungen entwickelt. Jetzt befinden wir uns mal wieder unter Ubuntu Linux. Natürlich könnt ihr den vorher genannten Songbird auch unter Linux benutzen, allerdings integriert sich ein anderer Player sehr viel besser ins System. Ubuntu hat standardmäßig den Totem-Player vorinstalliert, aber der Totem ist so wie der Windows-Media-Player. Funktioniert nicht richtig, sieht scheiße aus und
Naja, keiner mag ihn wirklich. Aus diesem Grund gibt es den Amarok. Den Amarok könnt ihr euch nachträglich installieren, bekommt ihr über die Systemverwaltung, Synaptic-Paketverwaltung. Und da können wir ihn gleich installieren. Eine Sache ist noch wichtig. Geht in die Einstellungen unter Paketquellen und prüft hier beim Ubuntu 6.06 LTS Binary, ob die Paketquellen Multiverse und Universe aktiviert sind. Und ohne die beiden könnt ihr die Pakete nicht installieren. Ihr geht einfach auf Suche und gebt hier Amarok ein. Nach einer kurzen Suche findet ihr auch den Amarok, klickt ihn an und sagt zum Installieren vormerken. Es werden abhängige Pakete aufgelöst und integriert, die wollen wir natürlich auch haben. Außerdem brauchen wir noch Amarok Engines. Hätten wir hier auch direkt gesehen, merken wir uns auch zum Installieren vor. Es wird wieder ein abhängiges Paket aufgelöst, wollen wir natürlich auch. Zu guter Letzt fehlen noch die Extra-Codecs. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel der MP3-Codec kein freier Codec ist, sondern vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde und normalerweise lizenzpflichtig ist, zumindest wenn man den großen, ja, im großen Stil einsetzt. Somit wird hier ein freier MP3-Codec hergenommen, der jedoch nicht mit der Standardinstallation von Ubuntu mit ausgeliefert werden darf. Wir suchen also nach Extra-Codecs, finden die Libxine-Extra-Codecs, sagen hier auch zum Installieren vormerken und melden den ganzen Spaß an. Jetzt werden die Pakete heruntergeladen und ins System integriert. Das Ganze dauert natürlich ein bisschen, ganz abhängig von der Internetgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit eures Systems. Da ich die Pakete allerdings schon vorgeladen habe, funktioniert das in dem Fall relativ schnell. Wir sehen schon, der Balken ist auch gleich durch. Zack, und die Änderungen wurden angewendet. Wir können das Ganze jetzt schließen. Wunderbar. Können aus der Paketverwaltung raus. Das dauert wohl noch einen Moment. Da war ich jetzt etwas zu schnell, macht nichts. Wir schließen das Ganze und wir sehen, ich habe ein paar MP3-Dateien auf den Desktop gelegt. Natürlich aus dem Podsafe Music Network, also völlig legal. Wenn wir jetzt unter Anwendungen gehen, unter Unterhaltungsmedien, finden wir auch den Amarok. Beim ersten Start dauert das ein bisschen. Und wir bekommen auch gleich unseren First Run Wizard zu sehen. Wir gehen hier weiter, wir können auswählen, ob es als getrenntes Fenster angezeigt wird oder als einem Fenster, so wie bei iTunes zum Beispiel. Wir machen das mal so, gehen hier weiter, können ein Verzeichnis aussuchen, in dem wir uns nach Musik suchen soll. Das heißt, wir können also ein Musikverzeichnis anlegen. Ich habe einfach mal den Desktop gewählt, da ich dort die Dateien abgelegt habe. Mach weiter, es wird hier eine Datenbank abgelegt, in der gespeichert wird, wo die Dateien liegen und wie die Dateien heißen und so weiter. Ist in Ordnung so, wir machen das weiter und gehen auf Finish. So, wenn wir jetzt hier auf Collection gehen an der linken Seite, sehen wir schon, er hat unsere MP3s gefunden. Und wir könnten jetzt reingehen und sagen, okay, ich möchte ein MP3 abspielen. Und wie ihr hören könnt, absolut kein Problem. Da fängt Danko Jones an zu rocken. Wunderbar. Angenommen, wir wollen jetzt nicht mehr dieses Riesenfenster haben, trotzdem nach wie vor im Hintergrund Dateien abspielen oder Lieder abspielen, können wir Amarok einfach schließen und er ist weg. Nein, er ist natürlich nicht weg, sondern hier oben sehen wir nach wie vor den heulenden Wolf. Wenn wir drüber fahren, wird uns angezeigt, was gerade abgespielt wird. Sobald wir draufklicken, würde der Amarok wieder angezeigt werden. Wenn wir mit der rechten Maustaste allerdings draufklicken, können wir durch die verschiedenen Abspielmöglichkeiten skippen. Zum Beispiel sagen wir, wir wollen den vorhergehenden Track abspielen. Zack, wir gehen zurück und es wird uns direkt in einem kleinen Fenster, das gleich auch wieder ausgeblendet wird, angezeigt, wie das aktuelle Lied heißt. Wunderbar, so muss es sein. Mit einem Rechtsklick und Quit wird Amarok geschlossen. Und ihr könnt schon sehen, Amarok funktioniert super einfach, ist super einfach zu installieren und auf jeden Fall die erste Wahl als Audioplayer unter Linux. Wie ihr sehen konntet, kann der Amarok im Usability-Faktor so richtig scoren und ihr solltet den unbedingt downloaden, weil ja, da geht der Fahren erst richtig los, würde ich sagen, besonders unter Linux. Ja, und otherwise, wenn ihr den nicht hernehmen wollt, kann der User natürlich auch den Songbird downloaden und als Primary Media Player usen. Genau, die MP3-Files gehen da genauso gut drin wie in jedem anderen Player auch.
Und ja, da ist es praktisch no problem, würde ich mal sagen. Ja, und if no problems, then break. Genau. Also, wir machen jetzt mal weiter mit der Show. Und solltet ihr nichts verstanden haben, dann schickt einen Brief an die Oxford School for German Stupid People. Genau. In der wir beide hin und wieder mal reingeschaut haben als kleine Kinder. Und ja, das war's für dieses Mal. Für heute. Genau, und immer dran denken, die nächste Show ist immer die beste. Ganz, ganz ehrlich.